So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zelda. Juhu! So, wir werden uns jetzt mal weiterhin begeben zu weiteren Abenteuer hier. Wir werden jetzt weitermachen. Und zwar genau da, wo wir ja... Falsch. Wir müssen nämlich hier, glaube ich, lang. So, wir müssen nämlich, glaube ich, war das hier unten? Ne, war nicht hier, ne? Ne, war nicht hier. Das war hier! So. Also, mein Leben ist schon ein bisschen... Oh. Knöpkes, ach, leck mich doch. Ich hab Angst, because der Typ da... Wow, das war sehr knapp. So, denn wir müssen nämlich da hin. Ist ja wohl jetzt ein Scherz. Okay. Blöde Vieh. Krieg hier gleich das Oberstkotzen hier. Nerv nicht. Hallo? Das gibt's doch nicht! Junge, Junge, Junge. So. Oh, Mann, ey. Hallo. Gott. Was ist doch nicht mein Herzen hier, ey. Ist okay. Marina, also. Hm? Aha. Bim bim. Na, ah, Blumen also. Gibt's hier denn keinen Laden? Ah, da bist du. Thank you.
müssen wir halt sie hier hinbringen. Oh, ein Teleporter. Nice, na 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 nice, oh ja, nice. Du versperrst den Weg, das ist so traurig. Dun 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 dun. No. Ist das denn die Möglichkeit, ey? So, dann müssen wir nämlich hier nicht den ganzen Weg zurücklatschen. Wir können einfach den Teleporter benutzen. Ja, dann auf zum nächsten Dungeon, ne? Aber vorher müssen wir erstmal hier. Böse kleine Mietzekatze. Huch. Ich hab gar kein Leben, ne? It's a little bit... Oh, shit. Also ich würde ja schon mich freuen über Leben. Danke. Nett. Ah ja, jetzt hebt der Such. Na klar. Juhu! So, und ab geht die Post. Da 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 dam dam da 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 dam. Und los geht's. Ach, warte mal.
Pfeile. Komm mal ran da. So, hier muss ich nämlich noch auch noch was erledigen. Zack. Fünf Grabsteine. Drei nach oben, vier nach rechts, fünf nach oben, zwei nach links, ein nach unten. Ich glaube, das sollte ich mir mal aufschreiben. Ach, Leute. Ich weiß absolut nicht, wofür das steht. Wahrscheinlich aber für den Endfisch-Dingsbums. Mal gucken, ob das wirklich so sein sollte. Oh Mann. Ah ja. So, das hole ich mir mal. So. Oh, das so, dann haben wir das auch schon mal. Sehr gut.
Jetzt gehen wir mal hier hin. Wie viele Muscheln haben wir? 10 Stück. Eigentlich sollte ich mal wieder in Richtung des Dingens gehen, ne? Und ich glaube, wir könnten uns jetzt noch eine Belohnung abholen. Uff. Meine Herren! Ja, kommst du mal, du? Komisches Vieh. Uff! Wie soll ich denn da hinkommen? Hey, das geht gar nicht. No. Jetzt könnte ich eventuell den grabben, also daher. Hat sich doch schon. Hat sich ja doch schon gelohnt, ne? So, hier geht's weiter, aber ich möchte ja gerne nochmal ins Dörfchen. Mir fehlt ein Item. Oder? Ich glaube, mir fehlt ein Item. Ja. Ja. Ihr könnt mich nicht kaputt machen. No! Jetzt kommt er doch gar nicht hier raus. Jetzt haben wir noch ein Herz. Super. Au. Ach, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Warum
muss ich denn jetzt nochmal machen? Ich hoffe, ich bin jetzt nicht so inkompetent und muss das jetzt tausendmal machen. Das wäre echt scheiße. Boah, nerv nicht. Der ist easy, der Gegner. Wenn man nicht so inkompetent ist. So wie ich, zweimal. Ja, toll. Wow! I'm proud of me. Das war der nice Move. Das war der nice Move. So, hier war nämlich auch noch was Schönes. Zaubermuschel. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Das heißt, wir können zum nächsten Dungeon. Und der nächste Dungeon ist natürlich der Wasserfall. Der erste weiße Rat von dem Vogel. Ich glaub's nicht. Heute ist schon Weihnachten, Freunde. So, dann müssten wir hier eigentlich ja schon fertig sein, ne? Ich glaube, hier kommst du jetzt. Hier brauchst du, glaube ich, gar nicht mehr hinzukommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe ein Item vergessen. Ich habe irgendwie echt das blöde Gefühl, ich habe ein Item vergessen. Aber egal. So, wir wollen natürlich nach oben in die Bergen. Genau hier. Da ist der Schlüssel. Flop, flop. Jetzt hier der Geheimgang? Oh, wahrscheinlich der hier, ne? Nee. Als ob. What the fuck? Nee, ein anderer. Aber mal komplett anders. Wait, what? Ich hoffe, ich bin hier richtig. Oh mein Gott, Alter, Junge. Mach mich nicht schwach hier, ey. Ist das hier richtig? Ich weiß es nicht. Oh ne. Junge! Willst du mich jetzt verarschen? Alter, geh mir nicht auf die Kanüle hier, ey! Es war echt klar eigentlich, ne?
wie zum Henker soll ich denn da hin? Das würde mich mal echt interessieren. What the fuck? Ah, guck mal an. Da ist wer auch immer da ist. Dum, 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 dum. Was zum Henker? Yo! Ein was? Was ist das dann? Eine Blume. Ach so, okay, ich verstehe. Nee, warte mal. Das sieht mir sehr nach einem Muschelplatz aus. Ich bin enttäuscht. Ging es da jetzt weiter oder nicht? Aua. Nee, ne? Okay. Nerv nicht. Nerv nicht. Gibt's hier einen Geheimgang? Kontrolliere mal lieber immer nach, bevor hier irgendwas vergessen worden ist. So, weiter geht's. Verguck mal an. Nicht dein Scheiß Ernst. Ah, oh, okay. Ah, sau geil. Okay, alles klar, Freunde. Und hier geht's wieder zurück. Alright. Oh, das heißt aber, hier bekommen wir unsere Schwimmflügel, damit wir hier schwimmen können. Das ist natürlich super. Ach, nicht schon wieder diese diese komischen Dinger da. Ein Kompass, oh yeah. Muss mir das nicht so ausführlich wieder klären. Ups! Der zweite Schlüssel. Ach, Manometer. So, hier können wir ja drüber springen. Flupp. Ach, meine Güte, noch eins. Nerv nicht. Okay. Oh, guck mal, Bomben. Nice. Ist ja mega cool.
Das habe ich ja mal easy bekommen. Ach, guck mal. Schnabellino. Uff. Und die Karte haben wir auch gefunden. Okay. Das hier sieht mir eher nach... Hey, hey, hey. Kannst du mal das Ding nicht mit Puder töten? LOL! Es ist halt echt so. Krass. Da für dich. Kleiner Schlüssel. Nice. Und noch ein Schlüssel. Was hat denn? So, jetzt haben wir zwei Schlüssel wieder. Ich wusste doch, dass man die mit Puder töten kann. Komisch, wie die aussehen, ey. Tja, die Schlausen sind sie nicht. Ach, dammit. Man hat ja wieder hier, ne? Oh, ist wieder Schildpower angesagt. Wie zum Henker soll ich denn da hinkommen? What?
Geh weg! Hat schon alles an der Richtigkeit hier. Blödes Vieh. So. Na. What? Alles klar. Das ging ja mal nach unten. So, wir haben aber noch einen, ne? Warte, gibt's da unten noch? Nee, aber hier oben. Ja, ich brauche halt das Schwimmen, ne? Also. Sonst komme ich hier gar nicht weiter. Und das bekommen wir wahrscheinlich jetzt, ne? Nicht dein Ernst. Als ob ich jetzt da nicht hinkomme. Hä? Habe ich hier irgendwas verpasst? Nervt nicht. Warte, wir müssten noch irgendwo hin, wo wir zur Kiste könnten. Oder? Aber da kommen wir wohl gar nicht hin. Oder? Nee. Kommen wir gar nicht hin. Oder vielleicht doch? Gucken wir mal. Ah, könnte schwierig werden. Aber ich glaube schon. Von hier Anlauf? Oh ja, oh ja. Es klappt. Oh. Ja, ich sollte aber auch springen. Junge, ist das jetzt dein Scheiß Ernst? Jetzt for real. Ja, ich komme soweit. Was mach ich denn da? Ich kriege hier gleich echt die Oberkrise. Ach, du bist so... Wow. Für so eine Kacke muss ich jetzt hier... Oh. Unbelievable. So, was haben wir denn hier noch?
Irgendwann muss ich doch hier weiterkommen. Ach, natürlich. Hier. Hier, natürlich. Ja. Was zum Henker ist denn das jetzt? Ist da überhaupt eine Truhe? Nö. Okay. Da ist der Schlüssel. Was zum Henker? Da ist der Boss. Könnte ja versuchen, das da dahin zu kommen. Aber das wird ja mal übelst schwierig. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Das schaffe ich nicht. Das sieht schon ziemlich unmöglich aus, ne? Also ja, nee, das schaffe ich nicht. Uff. Nerv nicht. Was war jetzt die Mission bei meiner Sache jetzt gerade? Wow. Also einfacher ging es jetzt wirklich nicht. Nerv nicht. Da sind sie! Endlich ein paar Schwimmflossen. Alles klar, sehr cool. Jetzt kann ich auch endlich schwimmen. Guck mal, ich kann schwimmen. Oh, fei. Okay, da kommt wahrscheinlich, da geht's wahrscheinlich dann zum Boss. Nervt mich nicht. Hätte jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt in der Folge schon alles, also den kompletten Dungeon machen könnte. Aber anscheinend sieht es so aus. Weil der kleine Schlüssel hierfür, dann gibt es den Boss-Schlüssel. Dann haben wir das eigentlich schon.
Junge! Hart am Nerven hier, ne? Das ist schon crazy. Warte mal. Achso. Doch hier. Nein, nein. Oh. Nerv nicht. Das muss ich haben. Das war ja klar. Okay. Ja. Da haben wir easy peasy einfach mal was vergessen. Och nee. Macht ja Sinn. Uns fehlt der Bossschlüssel. Der befindet sich ganz am Anfang. Nee, ne? Jetzt im Ernst? War doch richtig? Och, nee. Du willst mich jetzt joken, oder? Uff, alles klar. War doch richtig. Wir können uns bald den Bogen holen. Ach nee, nicht hier. Also wenn es jetzt wirklich das ist... Nerv nicht. Ja, blub. Okay. Okay. Wie zum Henker komme ich da hin? Habe ich hier irgendetwas... Habe ich hier irgendetwas verpasst? Ich denke ja. Ich weiß auch, glaube ich, schon was. Da, 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 zack, ah ja, okay. Ja, war ja wohl nix, ne? Trantüte. Aua! Bett.
verarschen jetzt? What? Wie soll das gehen? Oh nö. Das geht doch gar nicht. Ja, geil. Ja. Mh. Hä? Entweder ich stelle mich hier gerade echt blöd an, oder? Also ich werde hier jetzt sterben, ne? Ist mir scheißegal. Kann doch nicht sein. Wow. Toll, und damit meinem letzten halben Leben. Ah, ist ja super. Es ist, dann ist natürlich jetzt echt, so weißt du, in meinem letzten halben Leben. Hier muss los. Ey, warte mal. Geht ja gar nicht hier. Möchte schon ein Full-Life sein hier. So, ja, so geht auch. So, oh ja. Boss. Komm ran. Was ist das denn für ein Easy Boss? Bei aller Liebe. What? Ernsthaft jetzt? Das war ja der einfachste Boss, den ich je hatte hier. What the fuck? Alles klar, next bitte. Bucht. Mit voller Wucht geht's zur Bucht. Ja, ich weiß schon wo. Ja, Mann. Endlich können wir hier schwimmen. Ich bin Munbo, Kind des Sonnenviech. Hast du schon eine Flöte bekommen? Natürlich jetzt blöd. Siehst du? Wir brauchen ein Item, was wir noch gar nicht haben. Wo bekomme ich dieses Item her? Ich brauche eine Flöte. Ist ja nichts.
eine Flöte. Wo bekomme ich die denn her? Hey. Geist, was machst du denn hier? Hallo? Oh Manu. Wie viel habe ich denn hier schon an Bomben? 24, ne? Komm. Sollte ja eigentlich fürs erste Mal reichen. Wo bekomme ich denn diese Flöte her? Ja, ich weiß, dass du ein Geist bist und wahrscheinlich traurig bist oder so. Was weiß ich? Keine Ahnung. Flöte. Dein Ernst? Alter. Wie sie direkt alle an die Decke gehen, wenn sie mal nicht da ist. Flöte. Ach, warte mal. Etwa hier? Kann ich da jetzt schon wieder? Anscheinend nicht. Anscheinend ja echt nicht. Wieso wird da angezeigt, dass er jetzt... Verdammte Hacke. Lol, das reicht so aus jetzt? Wie geil ist das denn? Ja, jetzt wird es angezeigt, dass da nichts mehr ist. Oh, Leute, ey. Okay. Ne, das sind zwei unterschiedliche. Lol. Okay. Mein Fehler. Da wird wahrscheinlich dann die Flöte drin sein, ne? Ja! Juhu! Sehr cool! Alles klar. Supi! Ah, er nervt mich nicht damit. Ich hab einen Geist mit mir. Oh ja, es sucht mich aber nicht heim. Es ist ein lieber Geist, der nach seinem Grab sucht. Denk ich mal jetzt. Also, ne? Das kann aber auch wahrscheinlich jetzt die Rätsel-Lösung sein wegen dem Grabstein und den Zahlen, die ich da krummen habe. Ich bin Momo, Kind des Sonnenfischs. Schon eine Flöte bekommen? Ja. Gut, dann kann ich dir jetzt meinen Song beibringen. Jetzt geht's los. Ich weiß absolut nicht, wofür das gut sein soll, aber gut, ist egal.
Plus kommst. Was? Ach, sowas ist das. Okay, cool. Hä? Bin ich denn? Jo, okay. Nö. So. Dann wollen wir dich mal zurück zu deinem Grab bringen, ne? Hier kann man irgendwie leider nicht töten. Was? Ja gut, und was mache ich jetzt mit dem hier? Müsste wahrscheinlich dann der hier sein. Na, komm. Und hier gibt's dann noch sowas. Yay. Juhu! Jetzt im Ernst? Hä? Das müsste der doch sein? Okay. Gucken wir mal hier. Was ist hier? Ups! Das war natürlich wieder Schlauheit vom Ver... Was zum Teufel? Verstehe ich aber nicht, warum. Ah, ich weiß. Ah, ich bin so Idiot, Alter. Holy shit. Ja, aber sowas von ein Idiot. Da, wo ich ja noch vor 2 Folgen oder 3 Folgen war. Ich weiß wo. Wir bringen erstmal den netten Geist weg. Sagt aber auch nichts, ne? Die ganze Zeit nur am Rumholen hier, ey. Ist zwar jetzt echt ein Umweg, aber was soll's. Dann kommen wir ja eh dann nochmal da hinten hin. Da, wo wir ja dann auch noch hin müssen.
Eigentlich müsste ich ja noch mal zum Mirina, ne? Geist? Alter, jeder, aber auch wirklich jeder, die gleiche Kacke hier, ey. Habe ich verkauft. Ja, du kommst jetzt nach Hause, keine Sorge. Jetzt for real? Alter! Okay, vielleicht. Ja, leck mich doch, ey. Okay, dann halt doch Grabstein. Mal hier ein bisschen schneller voranzukommen. So, ging noch mal schnell hier. Zack. Huch. Was hab ich denn da bekommen? Vom Baum her. Genau, bring mich zum Friedhof. Ja, Junge, Junge, Junge. Was ich alles für dich mache. Ich denke mal, dann ist das hier gemeint. Ja, alles klar. Danke. Eine Vase in meinem Haus schaut drunter. Tschüss. Oh Mann, ey. Endlich, da bist du wieder. Um in das große Fischmal zu gelangen, musst du an einer Stelle der Zwergenbucht tauchen. Du kommst den Windfisch immer näher. Die Zeit des Erwachsens ist nicht fern. Ja, man. Ja, Oh Mann. So, das haben wir auch geschafft. Er sagte aber, dass da was ist. Dass er mir was hinterlassen hatte. Dann muss ich aber schon wieder zum Arsch der Welt hin, ne? Mit dem Kack bin ich aber erstmal fertig. Das ist das Gute. Also mit dem Friedhof.
Geister gehen mir nämlich da ein bisschen auf wie Eier. So, ich würde aber gerne erstmal hier Merina Lied, bla bla. Ich mache hier gerade eine Überlängenfolge, das ist euch schon bewusst, ne? Es ist schon ein Hammer. Komm, gib her das Lied. Dankeschön. Ah, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch direkt die Blume abgeben. Da, für dich. Natürlich. Warum denn auch nicht? So, Freunde, ja, ich muss mal wirklich hier langsam mich jetzt verabschieden, weil ich habe echt verdammt noch mal eine Überlängenfolge hier am Start. Das könnte echt, sehr blöd für mich enden, weil, desto größer der Teil, desto länger dauert es zum Hochladen halt, ne? Aber keine Sorge! Wird ja eh kommen. Na, hallo? Ach so! Alles klar. Dim, 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 dim. Ach, guck mal hier. Aber ich bin ja noch nicht. Will ja noch nicht hier dahin. Ist das hier? Nee, das ist gar nicht hier, ne? Kommando zurück. Hier ist das. Ja. Ja, ich wollte ja eigentlich aufhören, ne? Heilige. What? Oh, okay, da fehlen mir also noch welche. Ich kann ja auch das Labyrinth jetzt mal machen, ne? Weil ich kann ja jetzt schwimmen. Fällt mir gerade so ein. So, dann gehe ich nochmal schnell zum Haus. Und dann geht's mit der Geschichte weiter. Also in der nächsten Folge werde ich dann zum Haus gehen. Ich werde auf jeden Fall erstmal mich auf den Weg machen dahin. Damit ich nicht vergesse, wo ich war.
So, Freunde, ich sage aber auf jeden Fall jetzt erstmal ein Tschüss. Ne, also, wir sind jetzt bei 1 Stunde 17. Das ist schon echt verdammt lange. Das ist, glaube ich, die längste Folge sogar. Und ja. Weiß nicht, ob das so einen Sinn macht, überhaupt so lange Folgen zu machen, weil ich glaube weniger, dass Leute so lange gucken. Vase. Guck unter eine Vase. Eine Muschel! Ah, du bist ja super. Siehst du, ich sag doch, Geist ist super gewesen. So, Freunde, ich sag tschüss, euer Wiesel, euer Bitteplay, bis zur nächsten Folge von Zelda, haut rein und tschüss.